So, es geht heute weiter mit Let's Play Pokémon. Let's go Evoli. Und wir haben als nächstes die Aufgabe des. In den Mondberg. Da geht's weiter. Aber jetzt gucken wir mal schnell, was wir hier noch haben. Nö, gar nichts. Okay, gehen wir rein. Ja, Mondberg. Das ist die nächste große Station, die uns jetzt ansteht. Und da haben wir zwei uns ziemlich bekannte Gestalten. Hier drüben scheint nichts zu sein. Aber vielleicht ist etwas weiter dort drin. Hey, hast du etwas gerade belauscht? Wie viel hast du gehört? Wie kann das sein? Wir hatten doch Mordzi doch einfach aufgetragen, Wache zu schieben. Ach, das war das Mordzi, was oben kurz noch gesehen wurde. Ne? Na und? Da du uns so frech bespritzelt hast, weißt du bestimmt, dass wir auf der Suche nach seltenen Fossilien sind. Aber glaub nicht, dass wir die Knipsen wie dir sie überlassen werden. Ganz klar. Wenn jemand diese stabilen alten Steine Zatzer verwandelt, dann wir. Jo. So, wir fangen uns auf jeden Fall mal nach Pokémon und wir fangen mit diesem Parats hier mal an. Ja, das weiß ich schon, klar. Wir haben sogar direkt auf Anhieb einen großartigen Wurf gemacht. Ja, gefangen. Klasse, Parasole, gefangen. So, Pikachu reicht schon Level 8. So. So, dann gehen wir mal ins Team. Und nehmen das Paras mal aus dem Team raus. Weil wir brauchen es nicht. So, dann nehmen wir uns den Trank hier unten mit. Und schnappen uns. Kommst du ja jetzt hier? Zubat. Moment. So, jetzt geht's weiter. Ja, dieses Super ist ziemlich flüchtig. Aber das hier nicht. So, die nehmen wir mal mit. Und bekommen den neuen Eintrag für das Pokémon. Und zwar, ja. Da nehmen wir das Item hier mit. Aber erstmal möchte ich gerne dieser Käfersammler hier unten kämpfen. In der Höhle treiben sich echt komische Leute herum. Gehörst du etwa auch zu denen? Nein, nein, nein. Alles gut. Ich nicht. So, Käfersammler Benjamin mit einem Smitbo. So, Pikachu möchte gegen uns. Er möchte auf jeden Fall kämpfen. So, das könnte passen. Na gut, dann gehen wir rauf mit Donnerschock. Ich sollte nicht so viel effektiv, so viel abziehen. Ja, 3 KP, okay. Ja, noch eins, sehr gut. Oder noch Konfusion. Na, ja, okay. Nochmal Donnerschock. Ah, noch eine Brauer. So, damit ist das Mitbo auch down. Und es gibt 103 Erfahrungspunkte fürs Team. Ah, du hast mich erwischt. So. So, und das für 5 Superbälle. Naja, mein. Besser als gar nicht. Mein Team. Oh, das ist Kletschern hier. Das haben wir noch nicht. Das werden wir uns mitnehmen. Das ist Level 9. Oh, ein guter Wurf immerhin. Und Kleinschein gehört schon uns. Das kann man ja von Rocco in der vorletzten Folge haben wir uns ja
haben wir uns Rocco geholt. Und Level 13 fällt aus dem Männchen die Duran. So, Kleinschein gehört auch uns. So, Beutel. Quatsch, Beutel. Team. So, dann nehmen wir es mal Zubat und so raus. Das brauchen wir nämlich nicht. Ich guck mal, wie ich mein Team aufbaue. Gut, Zubat haben wir ja schon. Aber hier ist ein Trainer. Oh, da hinten steht Jim von Team Rocket. Was willst du? Ich warte hier auf meine Freunde. Wir haben uns in der Höhle aus den Augen verloren. Okay. Gut, Göri Iris möchte mit einem Knurf Fensa gegen uns antreten. Ah, ich habe doch kein Feuer-Pokémon. Das kommt auch relativ spät erst. So, Level 8 ist es. Ach, Mikkel. Ist daneben, geht daneben. Gut, jetzt sage ich Pikachu noch zu nehmen. Ja, aber kann dann nicht mehr doch noch ein anderes Elektro-Pokémon nehmen. Aber dann habe ich nichts Doppeltes. Aber erstmal kämpfen wir mit Pikachu. So. Na komm, das kriegen wir hin. Ah, fast. Jetzt gehst du noch vorbei. Aua. Das wäre fast in die Hose gegangen. Aber es reicht, um dieses Knuffenser zu bezwingen. Level 9 für unser Pikachu. Jetzt möchte ich Doppelgegner, den brauchen wir nicht. Weil, ja. Wir haben ja zwei Pokémon jetzt mit der Attacke. So, dann muss ich mal Pikachu mal dringend einen Trank verpassen. Gut. Da ist wieder die gute Tessie. Hä? Hey, was? Hä? Hey. Du bist schneller als du aussiehst. Gucken. Hier unten ist noch ein Trainer. Ich nehme jetzt jeden Trainer hier mit unten. Um nach Azuria City zu kommen, muss es durch diese Höhle schaffen. Ja. Magnus. Aber mit einem Minky. Oh, ein Pokémon, das wir noch nicht kennen. So, Donnerschock. Aua. Dann gehen wir weiter. Wir versuchen es nochmal mit Ruckzuck-Hieb. Fokus. Okay, aber das dürfte es eigentlich schon zu spät gemacht haben. Ich glaube, wenn wir Glück haben, kommen wir sogar jetzt down. Jawohl, Gott sei Dank. Mickey geht schon mal in die Winsen. Ich hab verloren. Oh, der Pokébälle. Ja, jetzt wird lieber Tatrinke geschenkt. So, Kleinschein haben wir schon. Einen Äther. Ein Mondschein wäre mir schon lieber. Auch zu bald haben wir. Und hier ist noch ein Forscher, was ist das? Boah, schleich dich nicht so an, Mann. Ein Tüftler ist es. Tüftler Mirko mit einem Slimer. Okay. Das ist Level 10. Nein, hör auf mit dem Kinderkack. Okay, dann muss ich auf Dings wechseln. Geh ich mal auf Nidoran.
Weil so kann es mit seinen Giftattacken nämlich nicht viel ausrichten. Boah, noch ein Volltreffer dazu. Ja, mein, ich wollte mal meinen Kopf nur so ein bisschen kriege. Na, mal hin. Und noch eine Kopfnuss hinterher. Und dann ist es down. Jawohl. Tschüss. Gute Slimer. 53 Erfahrungspunkte. Und dieser Tüftler ist besiegt. Ein weiteres Item müssen wir noch bekommen. Ist ein Aufwecker. Ich habe nichts mehr. Ein Item ist wirklich scheiße. Ja, hier ist noch ein weiteres Item. Ein Paras. Eine spürlose Schutz. Ja, wir haben alles. Kleinschein, Zubat und so, die haben wir ja alle schon gefangen. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Nö, ne? Gut, dann können wir hier weitermachen. Und zwar mit der weiteren nächsten Göre. Ah, diese Höhle ist unerwartet groß. Und zwar Miriam heißt er mit einem Bibi. So. Ah, ich hab nichts mehr. Das ist das Problem an der Sache. Ich habe keine Tränke, kein gar nichts. Ich muss zurück auf jeden Fall Pokécenter eigentlich. So, es wird jetzt immer einige leiden. Ich glaube, diesmal ist es. Kann es ja nicht vom Typ Fee sein. Weil wir ja quasi eine Reise zurück machen. Hä? Ist es doch vom Typ Fee? Moment, hä? Weil früher war es ja nur vom Typ normal. Früher war es ja nur vom rein vom Typ normal. Nein! Och, hör auf mit der Kacke jetzt. Ja, lach du mal nur. Ich hab's kurz oder lang noch einen Aufwecker dabei. So, jetzt auch schnell noch. Nochmal noch zu geben, naja. Und dieses Pipi einmal kurz bei Daumen machen. Alter, Pipi-Pummelhof, das sind so extrem nervige. Oder Pixie-Knuddelhof, ey, das sind so nervige Pokémon. So. Liebe ich Sandwirbel lernen. Da will ich heute mal raus. So, und wir reiten. Reise mal ganz kurz zurück zum Pokémon Center. Ich muss das ganz dringend erledigen. Weil, ja, kurz, mein Team ist mittlerweile echt angefangen. Aber kann man nämlich in Ruhe weitermachen, nämlich mit der Story. So, zurück auf Route 4. So, ja, bitte. Ich bitte darum, dass mein Pokémon mit dem Team wieder fit gemacht wird. So. Team ist wieder komplett. Und wir machen weiter mit der Erkundung des Mondberges. Können wir nämlich hier unten weitermachen. So.
So, schauen. Geht's hier weiter? Und hier befindet sich ein Rocket. Wer ist denn Team Rocket? Die Pokémon-Räuber. Wir sind stark und jagen jedem Angst ein. So, auf jeden Fall ein Rüpel mit einem Pokémon. Was hast du denn in der Hand? Ein Radschwarz. Okay, das ist durchaus machbar für Pikachu. Ich könnte auch bei jedem wieder nach vorne ziehen. Aber jetzt machen wir es mal. Dieses Radfahrt hier zu Kleinholz. Ach, du hast die gleiche Idee gehabt, ne? Ah, trotz voll Treffer nicht den da nicht direkt an. So. Gut, damit ist Radfahrt schon mal down. Ich wechsle mein Pokémon direkt von Anfang an. Ich nehme jetzt Evoli vorne rein. So. Ja, er hat zwar muscelt. Ich hab nichts, ne? So, dann nehmen wir das Pikachu mal raus. Und Evoli nach vorne. Ja, genau. Ich doch einfach mal drei Kleinscheine auf. Man kann ja versuchen zu fangen. Oh, kein super, kein toll. Kein. Ist einfach nur ein normaler Wurf. Oh, dieses Kleinschein möchte sogar ausbrechen, ne? Guter Wurf, ja. Ein Stückchen Wasser trinken. Und das Kleinschein ist gefangen. Erfahrungspunkte, kein Level für die Pokémon. Warte, wir können die Kleinschatz ja mal fangen. Weil, wenn ich mir jetzt zu viele Punkte hole. War zu schnell. Na, schade, kein fabelhafter Wurf. Hallo? Bleibst du mal rum? Jetzt haben wir einen großartigen Wurf drin. Jetzt haben wir es. Gut, Kleinschein ist gefangen. Wir haben den nächsten. Gibt 89 Erfahrungspunkte. Ja, sag ja, die leveln jetzt ein bisschen hoch. Hier ist das nächste Kleinschein. Dann haben wir es. Auch das Kleinschein gehört uns. Nummer 62 Erfahrungspunkte. Ich möchte schon Steinwurf lernen. Okay. Weil es ist letztendlich egal, weil Kleinschein nicht ins Team kommt. Ich habe ja mit dann Nidoking später habe ich ja ein Pokémon, was diese Attacke auch kann. Aber mir geht es mit jetzt um die guten Erfahrungspunkte. Ah, verdammt, ich hasse das, weil ich immer zu schnell bin. Jetzt. Ja, auch gleich jetzt gefangen. So, weitere 24 Erfahrungspunkte, Level 14 für Nidoran. Also auch kurz noch zwei Level, dann entwickelt sich das ja zu einem Nidorino. So, dann nehmen wir das Kleinschein hier noch mit und dann haben wir es. Einmal der eine Ball, den ich mir noch. Ich bin da verbrate. Gut, der war zu schnell. Großartiger Wurf. Sehr gut. Nummer 41 Erfahrungspunkte, aber kein Level Up. Okay. So, Team. Und erstmal die Kleinscheins weg. Weil brauchen tue ich sie nicht.
Und der Eintritt wäre da das nächste. Ist hier noch irgendwie versteckte Seite oder so? Nö. Nur aber hier ist eins. Oh, ein Sonderbonbon. Das hebe ich aber auch mir ein bisschen auf. Wie gesagt, weil ich noch nicht weiß, ob ich Pikachu tatsächlich fixes Team nehmen werde. Wahrscheinlich sogar nehme ich mir nochmal ein anderes Elektro-Pokémon dazu. Gut, dann sind wir dann tatsächlich mit dem unteren Teil fertig. Und dann können wir hier nämlich weitermachen. So, jetzt der gute James. Hä, hey, was ich? Moment. Hör mal auf zu folgen, ja? Dann machen wir hier unten nämlich weiter. Keine Sorge, wir sind immer noch. So, beim Mädchen, ja. So, dann gucken wir mal hier kurz das Item noch mitnehmen. Hier uns kein Trainer. Sondern ein Nugget, was uns hier auffällt. Aber es ist doch kein Pipi irgendwo, ne, aufgetaucht. Okay, dann ist hier kein Trainer. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier unten vielleicht Minimum einer rumsteht, aber scheinbar nicht. Aber hier steht noch einer. Bist du auch hier, um die Höhle zu erkunden? Ja. Gut. Oh Gott, jetzt kommt es mit dem Sander an. Also ich habe gut, dass ich gewechselt habe. Ich habe über die nach vorne gepackt. Ah, du hast nur Doppelkick. Okay, du hast gar nicht den Kopf, das hat Nidoking. Ah, okay. Das ist aber trotzdem. Aua! Bist du mal auf? Gut, dann ist dieses Sondern auch Geschichte. Ah, Mann, oh, von mir ist total uncool. Passiert? Boah, wo ist ein Kind? Mann, hast du mich vielleicht erschreckt? Hä? Was? Hä? Ich? Ich bin total lieb, hallo? Vanera Rufus. Mit einem Kleinschein. Gut, dann fangen wir mal mit dem Doppelkick an. Mal gucken, ob wir dieses Kleinschein so ohne Probleme kriegen. Ah, nicht ganz. Wird nicht klappen mit einem. So. Okay. Dann kriegt es halt jetzt doch mal einen Doppelkick ab und damit war es da schon. Oh, Devoli erreicht Level 15. Und du hast noch einen Kleinschein. Okay. Für das zweite Kleinschein setze ich mal Nidorino ein. Ja, okay. Du packst das nur ein bisschen näher weg. Okay, du brauchst aber Minimum noch einen Vollangriff. Jawohl. Down. Ja, damit hat er das auch. Und hier oben ist ein weiteres Item, genauso wie ein Trainer. Eine Perle, ich brauche einen scheiß Mondstein, ey. Was hast du hier für einer? Halt! Mittelkontrolle! Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Sieht cool aus. Kontrolle bestand. Falls die Pokébälle ausgeht, komm mal mir vorbei. Okay. Mauzi. Ach so, das ist das Team Rocket Mauzi, das ist nicht das Wilde. Mauz! Ich hätte gedacht, okay, Jonas ist ein wildes Mauzi, aber ich. Die kommt ja später. Aber wir haben noch keinen Pipi, ne? Da
Wenn man vom Teufel spricht. Ich glaube, dann haben wir auch alle Pokémon hier unten. Leg mich doch! Komm her. Dann haben wir das auch. Bibi ist auch gefangen. Und dann müsste, wie gesagt, alle Pokémon haben eigentlich, die auf dieser Liste hier stehen. Level 11 für Pikachu. So. Gucken wir mal, was hier oben noch liegt. Jetzt ein Gut. Beleber, okay. Trainer. Noch einen weiteren Rocket-Trainer. Da habe ich auch was Wichtiges zu erledigen. Mach dich vom Acker, du Winzling. So, was haben wir hier? Du hast ein Traumato. Okay. Jetzt hattest du ein bisschen am Sevoli. So, erstmal ein Ruckzuck-Hieb. Dann nimm mal einen Volltreffer. So. Tschüss, kleines Traumato. Und der Rüppel ist besiegt. Genau, Klatschern. Du tauchst am besten so auf, dass... Hau ab. Ja, ich möchte dich nicht fangen. Oh, leck mich doch am Arsch! Ah, einen weiteren Trank. Das ist gar nicht mehr so schlimm. Aber ich hätte lieber gerne Mondschein. Das ist Pipi. Das haben wir nämlich eben auch schon. Noch ein Pipi. Ah, da ist schwarze Ding da drüben. Das sieht aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Bronzi? Hol dir das Fossil. So. Hey, jetzt wollen wir nicht alle auftauchen. Auch, zu weit haben wir auch genug. So, was haben wir hier noch liegen? Ich glaube, ich bin ja der dritte Beleber, den wir hier unten in der Höhle hatten. Das Ding heißt Mondberg und wir finden nicht einen Mondstein, ne? Steck deine Nase nicht in die Angelegenheit von Erwachsenen. Ach, eine Rüpelin sogar. Und wir haben ein Zubat für uns. Okay. Drauf. Soll immer Volltreffer. Trotzdem One-Hit KO für Zubat. Ach Mann, jetzt bin ich sauer. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nö, nichts, ne? Was haben wir hier? Halt, stopp, Finger weg. Ich habe die Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ah, mal noch eine Tüftler. Miguel mit einem Volturban. Gut, dann hat er wahrscheinlich wie im Original hat er drei. Also Volturban, Slimer und Smogon. Aber ja, dann nur zwei Pokémon. Das heißt, wir versuchen so irgendwie down zu kriegen. So, und damit ist Feld auch das gute Volterball. Und mal gucken, was du jetzt noch hast. Magnetilo. Oh, Magnetilo kann ich drin lassen. Magnetilo dürfte dann ja vom Typ Stahl sein. Ja. Und tschüss. So,
So, damit ist der Tüftler besiegt und wir dürfen uns ein Pokémon aussuchen. Beziehungsweise ein Fossil aussuchen. Na schön, teilen wir. Es gibt ein Fossil pro Kopf, aber bloß nicht gierig werden. Ja, und meine Wahl wird auf das Recht auf das Domfossil fallen, weil Kabuto ist wirklich cooler als Amoroso. Na gut, dann nehme ich das hier. Stehen geblieben. Dieses Fossil gehört uns, klar. Und wie hast du uns überhaupt überholt? Hm? Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Ich bin James. Zusammen sind wir Team Rocket und werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklauen wollten. Okay. Dann haben wir noch Team Rocket als nächstes. Dann sind wir fast auch durch mit dem Mondberg. Leider nicht an den Mondstein. Das ist schade. Gut, wir fangen auf jeden Fall mit dem Rettern und Rettern und Smogon, also Doppelkampf auf jeden Fall. Und das heißt, wir haben auf jeden Fall den freiwilligen Doppelkampf und wir setzen dafür Nidoran ein und. Ja. Wegkampf Smogon, das habe ich ein bisschen irgendwie. Ich hau es mal jetzt mal aus dem Rennen. Oh, das holt das mit so einer Baby-Attacke. Mit so einer Scheiß-Attacke, ne? So, das Morgan kann zumindest mal nicht zurück dich angreifen. So, dann gehen wir jetzt auf das Rettern auch noch. Hör mal auf mit so einem. So. Smogon setzt Tackle ein auf Evoli. So, ich muss das Rettern mal rausnehmen. Also nervt so eine Wickelattacke die ganze Zeit. So, nun dürfte das Rettern jetzt gefallen sein. Ja. Jetzt machen wir jetzt nochmal Tackle-Line auf Evoli. Und dann geht die Vorderattacke noch von Nidoran drauf. Ja, haben wir's. Sehr gut. Und Level 16 für Evoli. So, Jesse und James sind besiegt. Ja, ich glaub nicht. Mann, was von einem Kid besiegt? Scheiße. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ja. Dann haben wir das auch. Und weiter geht's mit über die Route 4, zumindest im zweiten Teil der Route 4, dann in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst ein Like da oder so und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.